Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur, ich glaube tatsächlich, Moment, 30. Folge? Ich vermute, es ist jetzt die 30. Folge. Wir sind immer noch dabei, unser Feld 2 zu ernten, wo wir gestern aufgehört haben. Sollten wir auch heute locker fertig bekommen, da habe ich eigentlich gar keine Probleme mit. Ja. Mir ist tatsächlich leider bis jetzt noch nicht eingefallen, was ich euch zum Schluss noch gestern sagen wollte. Dann wird es wahrscheinlich nicht so wichtig gewesen sein. Ja. Und für alle, die sich jetzt eventuell, ja. Oder fangen wir mal anders an. Soweit wie ich das jetzt im Moment sehe, wird jetzt Samstag, also für euch müsste es gestern gewesen sein. Das Projekt Duell mit dem Anton und dem Hessen Gamer zusammen. Wahrscheinlich ausgefallen sein. Das ist jetzt das dritte Mal hintereinander wohl. Ich gehe davon aus, also ich weiß es jetzt zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht, aber so wie es sich bis jetzt angehört hat, wird es wohl ausfallen. Und sollte es jetzt so sein, dass ihr es gestern nicht sehen konntet und es wieder ausgefallen ist, dann hat sich dieses Projekt im Grunde eigentlich auch erledigt. Dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht in Zukunft was anderes finden. Ist sehr schade drum, weil es hat gut angefangen. Ein Stream. Jetzt dreimal ausgefallen. Dann, wenn es so ist, sollte es doch gekommen sein am Wochenende jetzt. Dann ist alles gut. Dann haben wir es doch hingekriegt. Und es gab da keinerlei Probleme. Es ist ein bisschen doof, sowas im Voraus schon ja, anzusprechen. Wenn es dann im Nachhinein erst im Video erscheint, ist das gerade sehr merkwürdig. Ist vielleicht auch, glaube ich, manchmal gar nicht so schlau. Ich mache es jetzt aber einfach mal und ja, wie gesagt, sollte es ausgefallen sein, dann wird es auch nicht mehr kommen. Dann hat sich das Projekt erledigt, um das mal eben klarzustellen. Wie gesagt, sollte es doch erscheinen, das Projekt, dann haben wir alles weitere, bis ihr dieses hier seht, schon erledigt und geklärt und euch auf dem Laufenden gebracht. Ich glaube, so habe ich es jetzt doch noch relativ gut klären können gerade. Oder erklären können. Ja. Die NF Marsch natürlich, die läuft weiter. Solange wie ihr Bock habt mitzumachen. Und es sich immer und sich auch immer wieder welche finden, die da mitmachen wollen. Können ja auch gerne immer dieselben sein. Können auch neue dazukommen. Ihr müsst auch nicht immer gleich von Anfang an mit dabei sein. Das heißt, wenn wir anfangen zu spielen, dass dann alle da sein müssen. Man kann auch im Nachhinein noch einfach ins Spiel joinen. Schön ist halt nur, wenn ich sowas weiß, also wenn ich sowas ankündige, dass ihr euch dafür anmeldet, nicht irgendwo, sondern halt in meinem Discord, dann auch dementsprechend dafür anmeldet, damit ich halt in etwa weiß, wie viele spielen mit, wann wird wohl in etwa jemand kommen oder wer wird wann kommen, dass man da das so ganz grob auf dem Schirm hat, ist halt immer ganz gut, sowas zu wissen. Denn es kann ja tatsächlich auch sein, dass ich das jetzt ankündige. Keiner schreibt was und ich gehe von aus, ja gut, irgendwer wird dann schon kommen und dann kommt keiner und dann hat sich das nämlich, wie gesagt, ich werde da nicht alleine drauf spielen. Und auf gar keinen Fall zocke ich alleine auf der NF. Das soll tatsächlich ein reines Multiplayer-Community-Projekt bleiben. Ja, wie gesagt, und dann müsste ich mir halt spontan was anderes einfallen lassen, was halt auch ein bisschen doof ist. Ihr als Zuschauer denkt dann, ja, geil, das kommt heute und dann kommt es nicht, weil keiner mitspielen wollte. Daher einfach die Bitte, wenn ich das ankündige, ihr möchtet mitmachen oder zumindest ihr plant mitzumachen, es kann immer was dazwischen kommen, ist gar kein Problem. Dann halt, wie gesagt, gerne oder bitte im Discord ankündigen. Damit ich weiß, womit ich rechnen kann. Das wäre sehr lieb.
So, jetzt haben wir den Anhänger, glaube ich, auch gleich randvoll. Ich glaube, 21.000 gehen rein, aber ob 20.000 oder 21.000, ich denke, wir kriegen beide Anhänger komplett voll. So, hier einmal den Rest noch mitnehmen. Und dann geilert hier schon weiter. Ja, modmäßig tut sich auch langsam ordentlich was. Ich habe halt vor der Aufnahmesession mal ein bisschen gestöbert. Daher habe ich halt auch dieses oder ein riesen Silo gefunden. Ich zeige euch das gleich auch mal, wenn wir da vorne. Ich will jetzt hier nicht wieder mitten im Feld anhalten. Dann zeige ich euch das mal. Das Silo gefunden, ja, das Drive Control ähnlich, oder die Drive Control ähnliche Mod, die uns zumindest schon mal die Differentialsperren gibt. Also das tut sich auf jeden Fall einiges. Es gibt auch immer mehr Maps. Ich habe gesehen, die Südhämmern gibt es mittlerweile. Die Karten sind im Moment auch alle noch ohne Wirtschaftszweige. Ist, glaube ich, auch relativ verständlich, dass das noch nichts wird. Aber sie sehen auf jeden Fall schon mal geil aus. Und das ist das Schöne daran. Worauf ich halt auch vielleicht, oder ich. Ja, ich bin da gerade im Moment in so einem Struggle. Mir geht die Felsbrunnen ein bisschen auf den Keks, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir das Projekt allerdings so ausgesucht und eigentlich möchte ich ja auch wirklich von null mal ein bisschen durchstarten. Obwohl es mir auf den Keks geht. Aber ich hätte halt auch Bock auf noch ein anderes Projekt. Da könnt ihr mir jetzt ja mal in die Kommentare Vorschläge machen. Denn, also erstmal, welche Map? Vielleicht findet, habt ihr ja schon Maps gesehen, die ich noch nicht gesehen habe, die da sind und fett sind. Auf die Südhämmern weiß ich nicht. Ich werd sie mir mal runterladen und angucken. Weiß aber nicht, ob ich da so Bock drauf habe. Die hat mir im 17er. Ja, sie war gut. Aber es war halt. Also, ich habe geilere Maps gefunden, die mir doch noch eher zugesagt haben. Ihr könnt mir ja gerne mal Kommentare reinhauen. Mit Maps, die ich mir mal angucken soll. Das können wir dann auch gerne mal zusammen in einem Video machen. Dass ich die ganzen Maps mal anschaue. Wir dann eventuell darüber abstimmen, welche Map wir zocken. Oder ich würde halt, was weiß ich, je nachdem, wie viel ihr mir in die Kommentare reinhaut, wenn es 5, 6, 7, 8 Stück sind, dann würde ich drei als meine Favoriten vielleicht rausfiltern. Vielleicht wären es aber auch nur zwei. Dann können wir halt abstimmen darüber. Und vielleicht auch Vorschläge für ein Projekt auf der Karte dann, was wir darauf machen sollen. Was weiß ich, ein Rinderhof, ein Pferdehof, ein Biohof, sowas halt. Unter welchem Motto die ganze Nummer laufen soll. Da würde ich euch jetzt wirklich gerne bitten, mir das mal in die Kommentare zu hauen. Ich bin da echt gespannt, weil ich hätte halt Bock auf noch ein Projekt, da ja auch höchstwahrscheinlich das Duell ausfällt, haben wir die Zeit dann auch dafür. Und das würde ich, glaube ich, dann auch gern als Video laufen lassen. Oder Stream, vielleicht auch beides. Vielleicht mache ich ein Video- und Stream-Projekt daraus. Ergibt sich dann einfach aus dem, was wir da machen und wie viel Material wir da zusammenbekommen, wie viel Bock ich drauf habe. Das sehen wir dann. Ja, und vielleicht auch Mods, die ihr gefunden habt und die vielleicht nützlich werden dann in dem Projekt, was wir planen. Also, haut mal fleißig in die Tasten. Zum einen Karten brauchen wir. Projektvorschläge auf der Karte, die wir uns dann aussuchen. Oder also, wir könnt ja auch mehrere Projektvorschläge für eine Karte machen. Und Mods, falls ihr noch welche findet, die vielleicht ganz geil für das passende Projekt auf einer Karte sind. Das werde ich jetzt in den nächsten Videos auch noch ein paar Mal wiederholen, bevor wir da irgendwas anfangen, dass wir da ein bisschen sammeln und ein bisschen gucken können. Und dann gehen wir diese ganze Sache mal gemeinsam an. Ich denke, dass es ganz gut ist,
meine, so könnt ihr auch ein bisschen mitbestimmen, was, und ich erfahre ein bisschen, was genau ihr sehen wollt. Ihr habt wahrscheinlich dann auch richtig Bock auf das Projekt, wenn das dann läuft. Ich meine, ich hoffe, ihr habt auch Projekt auf Bock auf die Ravenport, was ich hier mache. Hoffe ich jedenfalls. Bislang habe ich aber schon das ein oder andere gute Resümee ziehen können. Oh Gott. Ja. Also, das ist eure Aufgabe in den nächsten Tagen, mir Vorschläge für das neue Projekt zu machen. Gut, so, schau mal. Okay, es hat doch länger gedauert als 5 Minuten, aber wir sind jetzt hier gleich fertig nach 10 Minuten. Dann haben wir wenigstens die Felder in trockenen Tüchern. Das beruhigt mich. Wir bekommen hier, ja, 27k raus. Also knapp 10.000 mehr als auf dem anderen Feld. Ja, na gut. Ich hab ja halt mit mehr gerechnet. Dann sind wir halt bei den 50.000, die ich vorhin schon mal ansprach. War das vorhin oder war das gestern im Video? Ich glaube, das war im gestrigen Video mit den Schafen kaufen. Wir haben dann wenigstens die 50.000 Liter oder knapp 50.000 Liter Sojabohnen zusammen, die wir verticken können zur Not. Gut. Dann räumen wir den Mist jetzt hier noch auf und bereiten vielleicht schon mal den Striegel vor und so weiter. Dass wir dann, vielleicht können wir noch anfangen zu striegeln auf Feld 1. Ich muss die Taste mal hier im Moment mal. Machen wir gleich. Das wollte ich jetzt auch nicht. Gut. Ich muss mal hier eben. Rohr, 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 Rohr. Wo ist das olle Rohr? Das entfernen wir jetzt mal. Das habe ich es nicht entfernt, ne? Habe ich es nicht entfernt? Jetzt bin ich mir zu weit. Wo ist das olle Rohr? Meine Güte, das ging eben so, ich habe es eben so schnell gefunden. Da. Weg. Steuerung speichern. Wunderbar. So. Dann geht das wenigstens auch nicht mehr jedes Mal aus, wenn ich hier. So, okay, dann hätten wir das nämlich jetzt auch. Thumbnail brauchen wir ja noch. Oder brauchten wir bis gerade eben noch. Wunderbar. Nee, da war zuklappen. Ist das korrekt? Dann doch da. Ja, jetzt. Klappt erst zu, wenn das Rohr eingefahren ist. Jetzt überlege ich gerade. Wir stellen das Zeug hier erstmal ab. Auf unserem Feldweg. Ich sprach mal davon, ich möchte hier absolute Ordnung haben. Hört doch an. Motor wieder an für Licht aus. Licht aus. Sehr schön. Dann bringen wir den eben noch weg. Das jetzt nämlich nur den. Also vom Wendekreis her macht das irgendwie jetzt nicht so den Unterschied. Ja, doch ein bisschen Unterschied merkt man tatsächlich bei den Differentialen. Was ich aber merke, dass die Anhänger schwer sind. Irgendwo sollte hier auch Temperatur stehen, habe ich gelesen. Ich gehe von aus, wahrscheinlich Motortemperatur, aber finde ich nichts zu. Finde ich rein gar nichts zu.
Boah, da muss er ackern. Da muss er ackern. Ah, doch, ich hab's gefunden. Im Tacho selbst. Jetzt müssen wir hier von hier raus reinfahren. Und zwar rechts neben dem kmh. 93 Grad, 92 Grad, 91, 90. Jetzt kühlt er wieder runter. Da stehen auch die Umdrehungen jetzt. Das ist cool. Jetzt wäre es halt tatsächlich geil, wenn er auch noch ein bisschen die Gänge schalten würde. Oder wenn er mit der Drehzahl halt ein bisschen spielen würde. Dass man das hört. So, jetzt kippen wir mal ab hier. Wunderbar. Na gut, dann bereiten wir hier heute keinen Striegel mehr vor. Dann machen wir jetzt hier Ende der Folge. Das waren jetzt zwei Folgen Ernten, eigentlich ja drei, eine mit dem Zeitraffer. Das hat sich dann jetzt auch erstmal wieder für die nächsten Folgen erledigt. Jetzt geht es wieder an die Feldvorbereitung, Schäfchen kaufen und was noch so anliegt. Also meine Freunde, vergesst nicht, worum ich euch gebeten habe, für ein eventuell neu kommendes Projekt. Karten vorschlagen, Mods vorschlagen, Projekte vorschlagen, was wir da auf den Karten machen können. Dann bedanke ich mich erstmal dafür, dass ihr da fleißig reinhaut, dass ihr mich damit quasi auch unterstützt. Wenn ihr mich noch weiter unterstützen wollt, haut ein Like raus. Das wäre super lieb von euch und ich freue mich da riesig drüber. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, reingehauen.